Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserer Oldorf. Ich habe hier ein dänisches Schloss. Das ist ein Zusatzschloss, also bei uns ist das ja Kastenzusatzschlösser. Dies ist aber hier für ein also Aufsatzschloss, schreibt er hier. Und die Schlüssel sind weg. Gibt es die Möglichkeit, hier einen neuen Schließzylinder einzusetzen? Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, was da für einer drin ist. Ich denke mal ja, also hier haben wir einen Kreuzschraubendreher. Mal eben gucken, welchen wir da brauchen. Das ist mein selbstgemachter, den habe ich mir ja mal selber gebaut, habe ich ein Video drüber gemacht. So, und wir öffnen das Ganze mal eben einmal. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Ich musste niesen. Gesundheit, danke. Mal wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist hier für ein Schloss verbaut. Ich mache jetzt noch mal eben, bevor ich damit anfange, mache ich noch mal eben schnell ein Foto mit meinem Handy. Das lade ich dann bei Instagram hoch. Das ist also auch mal interessant zu sehen, wie das aussieht. Gut. So, oh, da hat mir jemand eine Nachricht geschickt. Machen wir das noch ein bisschen hier. Ja, also ich mache das hier mit meinem Handy. So, Foto gemacht. Okay. Das ist auch immer gut, so einzelne Fotos habe ich dann nachher immer, das mache ich öfter mal zum Hochladen bei Instagram oder eben halt Facebook oder als Archiv, denn das machen wir mit diesem mal eben los, weil ich muss jetzt mal selber ganz genau gucken. Die haben wir raus, dann lösen wir die hier auch noch mal eben. Das müsste, nee, das müsste schon so rausgehen. Also die brauche ich, glaube ich, gar nicht lösen. Mal sehen. Nee, ich mache das mal eben einfach los. Können wir gleich wieder reinschrauben. Also ich weiß momentan jetzt auch gerade nicht, wie das geht. Ich habe das auch das erste Mal hier auf dem Tisch liegen, das Schloss. Ich kenne da ja nichts, ich baue das ja mal alles auseinander. Sehen, was hier die kleine Feder sagt. Zwei. Eine rechts, eine links. Gut, dann hätten wir die ja hier gar nicht rausnehmen brauchen. Dann drehen wir die wieder rein. So, dann nehmen wir den hier raus. Den haben wir auch draußen. Können wir diesen hier auch entfernen. Und dann lösen wir den auch nochmal, aber mit einem anderen. Ist so groß.
Okay, die Frage war ja, kann man da einen neuen Zylinder besorgen? Ich denke mal ja. So sieht der Bursche aus. Und das ist auch hier reingesetzt. Muss ich mal gucken, ob das rauskommt. Oder ob das fest vergossen ist. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich nicht ähnlichen da habe. Dann muss ich mal eben schnell in meine Kiste mal eben gucken. So, da habe ich sowas ähnliches. Mal eben hier die, aber dann würde der Kern sich lösen und der Kern, naja, ich schaue mir das gleich mal ganz an. Das heißt, ich kann das mal eben einfach mal eben probieren. Ich will mal eben, das wird mich jetzt noch mal eben einfach ganz kurz mal eben interessieren. Das ist hier ein Zylinder, da kommt sogar mit der Bauhöhe hin. Sind nur andere Befestigungsschrauben da drin. Aber ich fürchte mal, wenn ich das jetzt hier rausnehme, ja, ne, der hat einen anderen Zusammenbau hat der. Passen würde der aber mit den ganzen Löchern. Gut. Ja, ich lasse mir da was einfallen, also heute kann ich das nicht lösen, der würde da zumindest reingehen, aber dann haben wir eben halt das Problem, dann kommt das dann von der Höhe hin, kommt das auch hin, aber der eben hier ist hier Plan und der ist hier Dings. Ich will mal versuchen, ob ich so einen bekomme aus Dänemark und dann bauen wir das wieder zusammen. Okay, das war's erstmal von meiner Seite aus. Und ja, entweder mache ich dann ein Anschlussvideo oder ich mache das Ganze komplett nochmal neu. Ich werde erstmal gucken, ob ich da was Passendes bekomme oder ob man den hier einfach ja, modifiziert. Okay, werden wir sehen. Das war's erstmal von meiner Seite und ja, das gucken wir uns dann nachher nochmal an. Das heißt etwas später. Ich muss erstmal gucken, ob ich da dementsprechend das Richtige bekomme.